Ich muss gar nicht mehr Drecksack sein. Ach doch, ich muss... Oh, schade. Ich hab's verpasst, Drecksack zu sein. Aber egal. Erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed. Hier wäre eine Driftkurve, die haben wir gemeistert. Das war aber keine neue. Das war nur eine Bestleistungsverbesserung. Hier hinten war doch auch eine, oder? Falsch abgebogen. Das ist ja ein Blitz. Das andere war was Geschlängeltes, oder? Speedrun. Ich wollte schon sagen. Ach, es war schon richtig rum. Komm, wir machen es mal. Wir dürfen bloß nicht anecken. Mit der Leistung schaffen wir das doch. Ich muss stehen. Oh, wir stehen über der Ziellinie. Über der Startlinie. Schneller. Puh. Als ob unser Monsterlager zu langsam wäre. So, nicht anecken, das ist hier die Devise. 30 Sekunden Zeit. Da hinten kommt das Ziel. Ja, man kann es ja nochmal ausbauen. Das ist ja gerade die Herausforderung bei diesen Speedruns. Aber geschafft ist geschafft. 4 von 10. Ach ja, ich wollte doch nochmal den Wagen etwas mehr... dem Wagen etwas mehr Drehmoment geben. Ein klein wenig. Mal schauen, wie viel. Wir müssen ja noch Rennen für Amy fahren, damit es neue Teile gibt. Murcielago. Ach, haben wir hier eigentlich besondere Teile? Für keinen eigenen Wagen verfügbar? Aha, Street-Style Kotflügelspiegel. Für mehrere Wagen? 2,25. So, so. Version 2. Aha. Man kann es aber auch verkaufen. Geldprobleme habe ich jetzt nicht unbedingt. Hier wäre ein Premium-Teil für die Corvettes. Gar nicht mal so verkehrt. Auch für die Corvette. Ich werde es mir wohl mal für die Corvette holen, aber nicht jetzt. Ich könnte es zwar wahrscheinlich jetzt, aber nö. Hat denn wieder jemand zurückgesetzt? Ich war doch schon viel weiter links. Ups. So, jetzt dürfte ich im Vergleich zum letzten Mal minimal weiter links sein mit der Einstellung. Wobei, habe ich den Wagen erst eingestellt und dann noch ein paar neue Teile eingebaut? Na egal. Wir fahren einfach weiter mit dem Murcielago. Haha. Und zwar was? Mal wieder was mit Eddie? Das Ding hat ja schon Häkchen, die Stelle kenne ich auch schon. Es wäre ein Drift-Contest. Ach, den haben wir ja schon mal gemacht, aber nicht geschafft, ne? Gefängnisausbruch. Ich werde es mal mit dem Murcielago probieren. Wobei, das könnte schwierig werden, weil es nicht die Corvette ist. Ja, sag bloß. Der Murcielago ist nicht die Corvette und es regnet. So, Melissa, sag was. Herausforderung Nummer 6. Racers. Ich bin ein Racer. Racer. Ich muss rasen. Weg da. Drift-Contest, also über die Zeit läuft das jetzt endlich. Ja genau, ruf jetzt an, ey. Wie vorhin. Ganz blöd. Kann ich auf deine Hilfe zählen, Mann? Jetzt nicht. Ich schaff's alleine nicht, Kumpel. Fahr raus und guck, was du findest. Bitte. Ich melde mich später bei dir. Ups. Unsere Felgen sehen gerade sehr interessant aus. Ich glaube, der Wagen, der muss auf Anschlagdrift stehen. Der kommt mir immer noch zu wenig um die Kurven. Hallo. Wir führen aber auch gerade wieder. Von daher kann es gar nicht so schlecht sein bei den Eddie-Herausforderungen. Ups. Ich drehe mal weiter um. Haben wir schon einiges an Versuchen liegen gelassen. Ach Mann. Was bist denn du für einer? Fährst du hier mit oder fährst du was anderes? Du driftest ja gar nicht. Dann gehörst du gar nicht zur Clique hier. Wobei, die gehören auch nicht zur Clique hinter uns. Ich fahre gerade wild irgendwo rum. Aha. Sah aber interessant aus, was er da auf der Seite hatte, ja? Ich wollte mich ja noch etwas mit dem Editor hier austoben. Zum Beispiel auch mit unserem Murcielago. Aber bisher hatte ich nicht so ganz die Zeit dafür.
wollte einfach spielen, spielen, spielen und mittlerweile bin ich nicht mehr Erster. Mit Abstand nicht. Da muss ich dran was tun. Aua. Aua. Ja genau, wir drehen jemanden. Der Jay. Wie schnell der Wagen in den Rückwärtsgang kommt. Gott, der hat schon 20.000 Vorsprung, der Jay. Aua. Nur noch eine Minute, das wird nichts. Ach du. Weißer Wagen. Das war die ultimative Beleidigung. So, hier könnte man einiges an Punkte rausholen, aber der Wagen, der braucht noch mehr Drift. Ah, guck mal jetzt schon. Das kommt mir etwas ungelegen. Wir haben jetzt 14.000 Punkte Rückstand. Wir haben irgendeinen perfekten Moment wieder erreicht. Das Muschelkar sieht so schön aus von der Seite. Aber. So, nicht mehr viele Sekunden, nicht mehr viele Punkte zu holen. Jetzt sollte ich mal loslegen. Auf zur nächsten Kurve, zu den nächsten zwei. Ich glaube, ich schaffe nur eine. Na, wobei. So, die habe ich vorhin verpasst. Oh Gott, da stand was im Weg. Schnell noch einen Punkt sammeln. Ach, Kacke. Es waren nur Dritter? Es war nur ganz wenig, was gefehlt hat, aber ich gehe das nochmal an, auch mit dem Murcielago, aber na, werden es wohl doch noch nicht, weil jetzt konnte ich nicht überspringen. Ich will den Wagen plönk, 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 plönk. Ne, jetzt nicht, Melissa. Du wirst uns bloß sagen, dass wir es noch nicht geschafft haben, aber es gerne nochmal versuchen können. Aber ich brauche noch mehr Drift. Frontantrieb? Die Cops sind wütend heute. Das heute kommt woanders hin. Schon wieder so weit zurückgesetzt. Ich glaube, es hackt. Wenn ich jetzt hier reingehe und wieder da reingehe? Hat das wer nicht bestätigt? War ich das? Driften bringt Rap. Große Drifts 4. Rap. Rap. Anleitung. Und Raute. Davor. Und noch viel weiter davor. Wann ist gleich? So, da bin ich mal gespannt, wie sich das Drift-Contestchen da mit von Eddie fährt. Find's bisher schade, dass man Eddie ja einmal gehört hat. Gut, ihn muss ich jetzt nicht hören, aber dass man ihn oder sie, Melissa, gar nicht großartig sieht, ausgenommen oben das kleine Bildchen. Ein paar Zwischensequenzen wären doch ganz nett. Da, 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 da. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, wie sich der Wagen fahren lässt. Gefängnisausbruch. Bezwinge Eddies Herausforderung 6. Ich bin ein Racer. Wusstet ihr das schon? Dann mal los. Ja, lässt sich besser. Oh Gott. Warum hat denn der Wagen jetzt noch so weit nach rechts geschoben? Die Kurve war da schon vorbei. Der Drift war da schon abgeschlossen. Das sah ja seltsam aus. Den Wagen schiebt es so weit über die vier Räder, klar, beim Driften. Boah, seht ihr das? Gegen Ende des Drifts schlägt der Wagen nochmal extrem nach links aus. Das ist ja ekelhaft. Habt ihr es gesehen? Der Drift ist eigentlich schon abgeschlossen, aber der Wagen rutscht noch mit einem Schlag viel weiter nach außen. Also eigentlich dürfte. Aber wir führen zwar mit Abstand, aber das gefällt mir mal gar nicht. Oh, die stehen ja echt beschissen. Zum zweiten Mal. Boah, ich krieg den Wagen kaum noch kontrolliert. So, Drift ist jetzt abgeschlossen. Jetzt hat sich das nicht gezeigt. Also bei leichten Drifts, habt ihr das wieder gesehen? Der zieht auf einmal extrem nach links. Bei ganz leichten Drifts zeigt sich das nicht, aber bei höheren Geschwindigkeiten schon. Vielleicht gehe ich zwei Klicks noch nach rechts mit dieser Einstellung. Gott, oh Gott, der Wagen schiebt einfach noch mehr, als er sollte. So, hier bin ich rein. Mit der Corvette hätte ich die Kurve bekommen. Was steht denn hier rum? Oh. So langsam brauche ich neue Punkte. Also der Murcielago ist kein Driftwagen.
Zumindest nicht auf vollem Anschlag. Boah. Da ist die Corvette deutlich angenehmer. Aber diesmal fühlen wir einfach lockerer. Auf der Strecke und im Punkteklassement. Überrunden wir schon? Nee, die fahren ja ganz woanders lang. Ah, oh, hier schon wieder. Da, wo eigentlich kein Drift sein sollte, driftet der Wagen. Auf einmal wieder. Hier, merkt ihr das? Der Wagen versetzt einfach nach links. Das sieht ganz komisch aus. Sowas macht die Corvette nicht. Wir haben bloß 15.000 Punkte Vorsprung. 30 Sekunden noch. Wir nehmen auch deutlich mehr Kurven mit als die Gegner. Weil wir auf der Strecke einfach weiter sind. Die fahren irgendwie ihr eigenes Rennen da. Sind das unsere Kollegen? Weil da biegen immer welche hier links ab. Kein Wunder, dass die nicht Erster sind. Also der Murcielago lässt sich jetzt besser driften, aber es wirkt sehr unangenehm, sehr seltsam, wie der Wagen driftet. So, hier nochmal ein paar Punkte. Kommen wir über die 150.000? Nein, knapp nicht. Neue persönliche Bestleistung. Fein, freut mich, aber der Wagen bereitet mir beim Driften keine Freude. Und auch Schnellfahren ist auch nicht mehr drin. Da muss ich nochmal fein justieren. Ja, Melissa. Ach, geht gerade nicht. Oh. Travis weiß, wie man seltene Talente findet. Ich will nicht sagen, dass er die zittert, aber er hat sich registriert. Das nächste Rennen geht los. Warum bist du eigentlich auf des Doofnasens Seite, Melissa? Das musst du noch ändern. So, ich konnte bestimmt nicht zur Garage, weil wir gerade in der Verfolgung waren. Aber die Verfolgungen sind hier ein Witz. Ich weiß nicht, wie ich hier noch zwei Straßensperren finden soll, weil wir haben noch nie eine gesehen. Die sind einfach so trottellangsam, die Polizisten. Das geht gar nicht. So, kann der Wagen jetzt auf der Stelle einen Donut ziehen? Nein, geht wieder nicht. Ja, wobei, nee. Der macht die Donuts nicht auf der Stelle. Der zuckt hier nochmal ein Stück geradeaus. Sieht zwar auch sehr schön spektakulär aus. Aber das ist wohl auch der Grund, warum der sich nicht so schön driften lässt. Der hat einfach ein anderes Fahrverhalten. Falsch. Dann gehe ich jetzt mal zwei Klicks nach rechts. Bin mal gespannt, auf welcher Einstellung der Wagen jetzt steht. Und dann schaue ich mal, wie er sich so fallen lässt. Ich gebe den Murcielago hinsichtlich des Driftens noch nicht auf, aber wir haben eine Corvette, die das super kann. Für den Notfall eben. Falsch. Dann habe ich es wohl vorhin nicht bestätigt. Na, ich gehe mal vier Klicks nach rechts. So, bestätigt. Sind es jetzt vier Klicks? Ja. Dann gehen wir wieder raus. Gab es noch ein Drift-Event? Mal gucken. Du kannst schredden. Bei einem Driftversuch kannst du es beweisen. Was ist ein Schredden? Schredden. So, nächstes Event. Ja, da gab es ja noch eins. Stimmt, genau links von uns. Neu aufgelegt, schon wieder. Ach, neu aufgelegt war das hier mit der Spitzkehre, die ich ja vorhin nicht gefunden habe. Wo ich meinte, ach hier, bei der Spitzkehre, aber nein, das war ja doch woanders. Genau, hier hoch. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Diesmal ohne Amy. Oder das war doch für Amy. Egal. Lass mal etwas Abstand. 3 Minuten 20. Dann wird's Zeit. Jetzt lässt sich der Wagen wieder sehr schwierig in den Drift bewegen. Im Vergleich zu vorhin. Nee, also ich meine, der Murcielago ist kein Driftauto. Sowas gibt's hier im Spiel dann doch. Dann muss es ja auch Grip-Autos geben. Muss ich aber wohl noch finden. Ach, Christina schon wieder. Die muss ja auch mitfahren. Bah. Also so wird das nix. Wir sind zwar wohl nicht weit weg vom Führenden, aber so wird es wieder nix.
kommen wir nicht so schön rein wie mit unserer Corvette. Bei weitem nicht. Wobei jetzt doch, aber es ist sehr schwierig, den Wagen dahin zu bekommen. Und ich habe die Punkte nicht mitgenommen. Ich blöd, Mann. Spitzkehre kommt sogleich. Ups. Oh. Upsa. Aua. Hier kann man wieder etwas powern. Ups. Bremsen. Und Punkte verschmissen. Nee. Fühle ich mich nicht wohl mit. Nicht. Na, wobei, auch nicht verkehrt. Wir kommen damit raus. Also Drifts werde ich weiterhin mit unserer Corvette ziehen. Ich gebe den Murcielago hinsichtlich des Driftens erst einmal auf. Vielleicht werde ich mich in Ruhe nochmal damit beschäftigen, aber nicht so. Tja, ist die Frage, will ich den Wagen so belassen? Fürs Driften ist er Murks. Zwei Straßensperren. Aber wir können ja andere Events fahren mit der Einstellung. Spike zum Beispiel, was Schnelles. Volle Anspannung auf schwer. Ventura Bay Police Department. Alles versuchen, um dich zu stoppen. Das haben sie bisher einmal zu Beginn, als ich noch gar nicht so auf der Höhe war. Kann man meinen, das bin ich jetzt immer noch nicht, aber... Frank Spike hat noch nie einen Rekord gebrochen, oder? Das waren doch immer bloß wir. Irgendwann holt er rum. Bin ich mir sicher. So, er fährt wohl noch mit einem 250 PS Wagen, der gute Magnus. Und wir mit fast 1200. Na gut, unter 1050 bleiben wir mal auf dem Teppich. Aber so gerade Ausfahrten oder einfache Kurven wie beim letzten Rundkursrennen? Das war ja schlimm, wie der Wagen sich bewegt hat. Es war immer noch zu viel Drift drin. Ja, wie das letzte Rundkursrennen, das liegt in unserem Wagen. Aber nicht mit dieser Einstellung. Da muss noch mehr Grip her. Ich mag den Murcielago sehr, weil er sich sehr schön fahren lässt, wenn man ihn nicht komplett verstellt. Und wenn man nicht wogegen rasselt. Aber zum Glück haben wir einen anderen Driftwagen, weil der Lambo hier ist es nicht. So, habe ich das jetzt einmal gesagt? Ich glaube ja. So, wieder zu viel des Guten. Aha. Wo kommt ihr denn her? Warum gab es gerade so ein Gekräusel auf der Streckenkarte? Jetzt schon wieder. Blöde Serveranbindung. Macht die Navigationslinie total für den Hintern. Sieht aus wie draufgesetzt und dann aufgestanden und nicht wieder gerade gezogen. Oh, Heck, hopp, ab. Oh, das gibt eine Endgeschwindigkeit, sage ich euch, wenn ich nicht hinbleibe. Oh, da bleibe ich links, kriege ich nicht mehr rechts. Jetzt muss ich aber rüber. Ist Spike überhaupt mitgefahren beim Start? Ach stimmt, hier konnte man ja so lang fahren. Ich dachte, ich muss wieder zurücksetzen. Ohne die R-Taste. Oh, wir schaffen es ja, na doch, gar nicht so locker. Volle Anspannung, super, und ich werde den Wagen nochmal mehr auf Grip setzen, es geht so nicht. Beim Rundkursrennen, bei dem langen, über diese zwei Runden und 48 Kontrollpunkte, so im Dreh. Ne, es waren 38, ne, 38, ja. Da hat sich der Wagen toll fahren lassen. Spike wird gleich anrufen, kann er aber auch in der Garage machen. Donuts sind eine leckere Art, nebenbei ein wenig Rap. Ohne Bisschen zu verdienen. Ach, der Magnus wieder. Hey Mann, das war ganz schön abgefahren. Wie wär's mit noch einem Lauf? Nur ein bisschen anders. Sag einfach Bescheid. Bis später. Cheers. Der klingt irgendwie lustig. Komisch die Einstellung. Als ich bestätigt habe, dass ich der Kurve was ändern will, war dann auf einmal viel weiter rechts. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Nochmal. Fühlt sich gut an. Bin gespannt, wie du abschneidest. Denk dran, Siege sind gut. Das Wichtigste ist aber der Ruf. Hör immer auf dein Bauchgefühl, okay? Also,
Er klingt irgendwie schön sympathisch. Aber so stelle ich mir wirklich einen Weihnachtsmann vor, so wie der quasselt, ja? Würde ich jetzt einfach mal grob sagen und wie sich unser, ich sag's immer wieder so gerne, Lamborghini Murcielago LP minus Bindestrich 670 Bindestrich 4 Leerzeichen SV so fahren lässt, sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.